Hallo und einen schönen guten Tag. Heute möchte ich euch dieses Muster vorstellen. Ihr habt garantiert schon ganz viele Varianten von diesem Muster gesehen, aber jedes Muster ist anders, ja? Also wenn ihr richtig hinschaut, seht ihr, dass es eventuell einmal mit Löcher, einmal ohne Löcher gestrickt wird, ja, also ohne Lochmuster. Und hier habe ich zum Beispiel eins, was dem ganz ähnlich kommt, hier, dieses hier, aber wieder anders ist, ja? Da gehen die Löcher nämlich über, hier oben drüber. Da, ja, und hier sind die Löcher unten. Also im ersten Moment meint man immer, es ist das gleiche Lochmuster. Nein, ist es aber nicht. Von daher zeige ich euch heute mal dieses Muster, wo die Löcher dann hier unten sind. So aussieht wie ein kleines Segel. Ja, sowas Ähnliches habe ich schon mal gezeigt. Ich wiederhole mich gerade. Aber wie gesagt, ich zeige es euch jetzt mal, wie man dieses Muster strickt. Man kann es übereinander oder nur wie hier. Deswegen nehme ich immer gerne zwei Farben, dass man es halt nur nebeneinander strickt. Ja, wenn es dann so irgendwie auf den Arm drauf hat und hat er nur nebeneinander gestrickt. Sieht natürlich auch sehr schön aus. Wenn es dann hier immer so ein bisschen auseinanderzieht. Ja, dann hat man da auch so ein schönes Muster. Und ich zeige euch heute, wie es gestrickt wird. Ich habe schon mal was vorgestrickt. Ich habe ein kleines Muster schon mal vorgestrickt. Ihr seht selber, je nachdem wie dick die Wolle und eure Nadel sind, erscheint das Muster größer oder kleiner. Ja, so. Wir stricken aber heute dieses Muster. Teilbar ist das Muster durch 7 Maschen. So 3 linke Maschen und 4 Maschen, die das Muster ergeben. Wir stricken jetzt. Wir fangen an, das ist unsere erste Reihe, die wir stricken. Wir fangen an mit unseren Randmaschen. 1, 2 linke Maschen. Dann stricken wir eine rechte Masche, einen Umschlag und unsere linke Maschen stricken wir, ja? So. Okay. Und rechte Maschen. So. Die linken Maschen umrahmen so ein Stückchen weit dieses Muster. So, von der rechten Seite stricken wir alle Maschen so, wie sie erscheinen, ja? Habt ihr schon mal gemerkt, dass ich es ganz oft ja sage? Ich glaube, aber so hat jeder seins, ne? Ich versuche mich zu bessern, ja. Ich werde es versuchen. So, jetzt haben wir die Arbeit gedreht, die linke Seite gestrickt. Jetzt stricken wir die rechte Seite. So, unsere 2 linken Maschen wieder. Da seid ihr jetzt. Jetzt strickt ihr hier 1, 2 rechte Maschen, einen Umschlag und linke Maschen. Ja. Wir drehen die Arbeit wieder, stricken unsere linken Maschen. Sollte ich irgendwas nicht richtig erklären oder ihr versteht es nicht, schreibt mich an, ich erkläre es euch nochmal oder anders, weil nur daraus kann ich ja auch lernen. So, jetzt sind wir auf dieser Seite angekommen. So, 2 Löcher haben wir schon gestrickt. Jetzt wieder unsere linken. 1, 2, 3 und einen Umschlag. Ja, so, das wäre unser dritter Umschlag. Wenn ihr sagt, ich möchte aber 4 oder 5 Umschläge haben, kein Problem. Ihr müsst dann nachher nur auch oben diese Maschenzahl wieder abnehmen. Ja, jeden Umschlag, den ihr macht, da müsst ihr oben dann nach oben hin erweitern bei der Abnahme. So. Drehen die Arbeit wieder. Jetzt haben wir unsere 3 Löcher. So sieht es auch jetzt bei euch aus. So sieht es aus. Ja. So. Okay. 1, 2. Jetzt stricken wir 1, 2
Dann kommen die nächsten zwei, diese hier, wo das Loch ist und die Masche davor, stricken wir jetzt so zusammen. Ja, so reinstechen von hier, rechts zusammenstricken. So, dass die Masche sich so in diese Richtung, also von links nach rechts, rüberzieht, ja? Und dann stricken wir links weiter. So. Wir wenden die Arbeit wieder und stricken die Maschen so, wie sie erscheinen. So. Bei mir knurrt der Magen, hört ihr das? Ich hoffe es nicht. So. Wir drehen die Arbeit wieder um. Seht ihr? Hier haben wir die ersten Maschen so ein bisschen abgeschrägt. So. Wir stricken wieder bis zu der rechten Masche. Eine Masche rechts. Jetzt haben wir hier, wo die Schräge ist, hier unten, da müssen wir jetzt die nächsten zwei abnehmen. Also sobald ihr hier angekommen seid, nehmt ihr diese zwei, stecht da ein, so, als wenn ihr so zwei Stäbchen zusammen habt, so einstechen, den Faden holen und durchziehen. Seht ihr? Und schon legt sich das Ganze so in diese Richtung. Und wir stricken wieder links. Und auf der anderen Seite die Maschen so stricken, wie sie erscheinen. Rechte Masche rechts, linke Masche links. So. Jetzt kommt unsere letzte Abnahme. Wir müssen immer so viel abnehmen, wie wir Löcher gemacht haben. Wenn ich jetzt noch ein Loch mehr dazu nehme, hier noch vier Löcher mache, dann muss ich hier oben auch viermal abnehmen. Mache ich fünf Löcher, muss ich fünfmal schräg abnehmen. Das ist das, was ich jetzt eben meinte, dass ihr das nach oben hin so weit stricken könnt, wie ihr möchtet. Wenn ihr die Löcher nach hier weiter rüber zieht, dann müsst ihr auch hier für jedes Loch müsst ihr eine Abnahme rechnen, ja? So, wir haben drei Löcher und haben jetzt auch hier die dritte Abnahme. So, hier einstechen. Durchgehen, Faden holen und den Faden rüberziehen. Und ihr seht, ihr habt hier eine schöne gerade Linie, die optisch näher zur Wirkung kommt. So. Ich freue mich natürlich über jeden neuen Abonnenten. Dann weiß ich, dass ich alles richtig mache, alles richtig erkläre. Und es gibt auch für die Zukunft ganz viele schöne Strickvarianten. Ich werde auch mal mit Muster anfangen, kleinen Herzen und sowas im Bund machen, was allerdings dann auch ein bisschen länger dauert. Also dann braucht der eine oder andere ein bisschen Geduld, sich auch mal ein Video anzuschauen, was eventuell mal so eine Viertelstunde dauert oder länger. So, aber jetzt kommen wir wieder auf unser Muster. Wir sind fertig. Ja? So habt ihr euer Muster gestrickt. Und ihr seht hier unten drunter das Muster, was ich gestrickt habe. Und das, was wir zusammengestrickt haben jetzt. So, so sieht es dann aus, ne? Wenn man es jetzt mal so betrachtet. So. Wo ihr darauf achten müsst, dass das hier eine schöne gerade Linie gibt, ja? Wenn ihr das dann mal falsch gemacht habt, jetzt fällt natürlich dann bei so einem Muster sofort auf, wenn die Masche einmal dann andersrum ist. Ja, dann macht es lieber nochmal auf und strickt es neu, weil ihr ärgert euch. Ihr wisst es, andere wissen es nicht, denen fällt das vielleicht nicht auf. Aber ihr wisst es und ich nehme an, dass ihr euch dann auch ein bisschen darüber ärgert. Und wenn man es dann so übereinander strickt, so wie ich es jetzt hier gemacht habe, dann geht auch hier die rechte Masche schön weiter bis nach hier oben und dann geht sie wieder so rum und da raus. Also ich wünsche euch viel Spaß bei diesem kleinen Video und wie gesagt, wenn irgendwas sein soll, meldet euch. Eure Ute.